Die Fetzer GmbH hat den schlechtesten Service aller Zeiten. Das ist eine Unverschämtheit, Kevin. Ja, Geschmäcker sind verschieden, das ist nun mal so. Wir sind eine sehr, sehr unzuverlässige Firma. Der Kunde, was machen Sie da? Nein, nein! Ich habe was vorbereitet, Leute. Ich muss mal ganz kurz schauen, ob ich das richtig jetzt hinbekomme, aber ich denke mal schon. Ich habe euch etwas zu spielen, und zwar ein kleines Ständchen. Das ist jetzt ein bisschen aufregend für mich, weil es mein erstes Mal live spielen ist, aber ich krieg das bestimmt hin. Das, meine Freunde, war In the Jungle auf einem UF-Piano. Wir spielen heute gemeinsam Minecraft, meine Freunde. Ihr kennt den Hasen. Und habe extrem Bock drauf. Kevin will bei dir sprengen. Okay. Moin. Hallo? Kevin, alles gut bei dir? Ja. Wieso fragst du? So, Leute. Was ist mit deinem Haus, Alter? Was ist mit deinem Haus? Irgendwas soll damit sein, angeblich. Schreiben die Leute schon wieder, dass ich was mache, oder was? Was hast du vor? Möchtest du machen? Wenn die Leute das schreiben, sind die richtige Heuchler. Okay, habt ihr gehört, ne? Weil die haben gerade im Stream, weißt du, was die Leute gemacht haben? Was denn? Gerade im Stream. Die sind gerade bei mir ins Stream gekommen und haben versucht, gegen dich zu hetzen. Weil bei uns war eine Kiste, Eisenblöcke. Ja. Da war all möglicher Stuff drin. Und wir haben gesehen, da sind die Filter vom Lagersystem drin. Dann haben die alle geschrieben, du wärst das gewesen. Du hättest einfach deinen Stuff dort reingeschmissen und so. Und dann haben Basti und ich gesagt, jo, wenn das Revi war, dann wird der sehen. Dann werden wir heute Psychoterror machen bei dem und so, ne? Ja. So, da meinten die ganze Zeit, ja, Revi war das. Hab ich gesagt, okay, dann sagen die, guck sein Video. Hab ich dein Video gerade geguckt? Hast du nur Glowstone genommen? Hab ich gesagt, ist nicht schlimm. Kann er ja ruhig nehmen, Glowstone, ne? Dann meinte einer, doch, der war das. Da hab ich gesagt, schick mir Clip oder du wirst Perma gebannt. So, hat er mir keinen Clip geschickt, hab ich Perma gebannt. Nein, ich wollte dir einfach nur zeigen, Revi, so, ich bin auch auf deiner Seite, ja? Nicht, dass du immer nur denkst, hier so, ich guck, wo ich Ärger machen kann, ne? Nein. Ich hab so direkt gesagt, die Leute sollen die Scheiße lassen. Die wollten einfach nur, dass wir jetzt bei dir sprengen oder so. Weil die haben schon richtig reingepusht. Wäre aber geil, Alter. Aber es sind jetzt die letzten Vorbereitungen für die Hochzeit, Leute, die wir jetzt machen. Kevin, ich möchte gerne bei dir Essen besorgen. Mit einem Fettsack GmbH. Ja? Okay, auf deine Rechnung oder was? Patrick Shakiri. Können Sie auf die Rechnung drauf. Okay, dann brauche ich erstmal die Abnahme von ihm, bitte. Was denn? Ja, ich brauche von ihm eine Abnahme, eine persönliche. Er muss persönlich die Bestellung aufgeben, ja. Nein, das ist schon okay, das ist mein Cousin, wir können das alles auf Rechnung machen. Ich brauche eine persönliche Einwilligung von Ihnen. Warte, was willst du alles haben? Willst du das Super Deluxe Buffet? Ja, mit Kuchen, mit Getränken. Was haben Sie noch? Kuchen, Getränke, Fisch und Fleisch natürlich. Ein bisschen was Vegetarisches und Veganes vielleicht. Pilzsuppe. Also boah, da sind wir aber bestimmt bei 2 Stacks Diablöcken, ne? Was den Preis angeht. Diablöcke reden Sie. Diablöcke, ja. Das ist schon ein sehr Deluxe-Buffet. Da wird es auch dann so Goldkarotten und sowas geben. Ist ja eine Hochzeit, oder nicht? Ja, aber ich habe nicht so viel Geld leider. Aber es geht ja eh auf die Rechnung von meinem Freund. Ja, deswegen. Dann werde ich jetzt ganz kurz weitergeben hier. Ja, also das ist kein Problem, sagen Sie. Das ist einfach auf die Rechnung von dem zu schreiben. Guten Tag, Herr Shakiri. Ich habe gerade eine Bestellung an die Fettsack GmbH auf Ihren Namen erhalten. Es dreht sich hier um einen Preis von 2 Stacks Diablöcken. Ich würde Sie bitten, diese unverzüglich in eine vorgesehene Kiste auf meinem Grundstück zu legen. Ansonsten werde ich leider das Inkassobüro gute Sprengkraft bei Ihnen einsetzen müssen und dann werden wir das anders regeln müssen. Ich denke auch mal, dass der Shakiri sich da sicherlich bereit erklären wird, das zu bezahlen. Also, ich meine, übrigens, das Ganze ist für die Hochzeit von Herrn Rewindzeit und auch von diesen in Auftrag gegeben worden. Er hat gesagt, dass sie die Kosten dafür übernehmen. Kevin, kannst du so nicht sagen. Zu spät, hört es schon an. Also wenn er nicht bezahlt, dann müssen wir halt Inkasso einschalten. Aber an sich ist das so schon okay, wie wir das machen, oder? Ja, es ist ja kein Problem. Wie gesagt, die Einwilligung von ihm, ne? Also zur Not haben wir auch ein etwas günstigeres Buffet, falls sie es aus eigener Tasche zahlen wollen. Das würde vielleicht so um die 10 Diamanten kosten. Das wäre dann das Hochzeitsbuffet. Okay, Herr Shakiri schreibt, nö, kriegst nichts. Gut, aber Sie wissen ja nicht, ob es auch Herr Shakiri selber geschrieben hat, ne? Er schreibt, soll Revi die Scheiße selber zahlen. Das klingt gar nicht nach meinem Cousin. Schreiben Sie es ruhig auf die Rechnung. Ich muss ja irgendwo eine Bezahlung herkriegen. Also, ne, ich will nicht wieder hier für umsonst was machen. Also, du bist ja mein Trauzeuge. Und als Trauzeuge gibt man ja auch ein Hochzeitsgeschenk mit. Ja, dann machen wir einen Rabatt. 8 Diamanten. Wir machen so. Als Hochzeitsgeschenk schreibst du einfach auf Petrits Namen die Rechnung. Komm, du gehst später ja hin und holst dir das einfach. Das Ding ist, Petrit hat aber nichts mehr. Ich habe ihm schon alles genommen, was er hatte. Gemeinsames Geschenk von euch beiden. Oh man, ich sehe schon. Es wird einfach wieder komplett ausarten deswegen. Wegen diesem Buffet. Ja, aber ganz ehrlich, das ist doch als gemeinsames Geschenk das Mindeste, oder? Ich will nur sagen, dass das Inkassobüro, kannst du Basti fragen, von uns sehr nervig ist, ne? Ja. Und du hast das auch mit in Auftrag gegeben. Das heißt, wenn Petrit das nicht bezahlt,
dann werden wir an den nächsten herantreten und das bist dann du in dem Fall. Ja, dann, nee, dann will ich damit nichts zu tun haben. Dann mach ich das Befehl jetzt selber. Dann zieh ich den Auftrag hiermit zurück. Also tut mir leid, ja, Tim, jetzt ist schon zu spät. Nee, jetzt haben wir schon mit unserer Arbeit angefangen. Wir haben die schon aufgenommen. Ja, nee, so geht das nicht. Natürlich kann man stornieren. Ich habe eine Stornierfrist. Ich habe eine 2-Minuten-Frist. Ist schon zu spät. Basti und ich haben schon angefangen, Basti, ne? Ich bin schon voll dabei. Wir haben schon die ganzen Goldkarotten und so jetzt zusammengelegt. Ich hab selber, ich möchte nicht, dass ich. Ich zieh den Auftrag zurück. Ist der Kuchen im Ofen schon, Basti? Ja, ich bin dabei. Kevin, ich gucke an deinen Stream. Du machst da was ganz anderes und Basti auch. Ja, wir holen hier gerade Goldkarotten von unseren Mitarbeitern. Siehst du? Gemacht. Ich zieh den Auftrag zurück. Ich will es nicht. Es geht nicht. Die Sachen sind schon gebacken. Okay. Okay, ich kann's nicht zahlen, ich kann's nicht zahlen. Ja, dann kommt der Gerichtsvollzieher gleich. Ich ruf den jetzt an, den Gerichtsvollzieher. Kevin, hallo, ich heirate morgen, hör mal auf. Übermorgen. Guten Tag, ja, hallo, ist da der Gerichtsvollzieher? Ja, ja, wir haben hier einen Kunden, der seine Rechnung nicht begleichen kann. Sie müssten bitte gleich einmal in sein Minecraft-Haus gehen. Ja, fänden Sie einfach alles weg, was der hat. Kevin! Sorry, Evi, der Gerichtsvollzieher kommt jetzt gleich. Ich habe das kleine Befehl bestellt für 10 Diamanten. Wir haben jetzt das große angefangen. Nein, ich möchte das du kleine. Du hast die ganze Zeit gesagt, das geht kleine, auf. Das kleine. Ja, aber dann musst du die Zahlung jetzt sofort tilgen. Okay. Dann beginnen wir mit dem Aufbau von dem Hochzeitsbuffet. Ich kann ja nicht alles auf einmal machen. Du willst mich als Trauzeuge, als Security und dann willst du jetzt noch von mir Essen geliefert bekommen. Das ist echt Erpressung hier. Jetzt muss ich hier 10 Diamanten zahlen für irgendwas, was ich gar nicht wollte. Wenn das kleine Buffet scheiße, Kevin, dann raste ich aus. Ja, du hast das Hochzeitsbuffet gebucht. Ist ja kein Problem. Hochzeit. Ja, aber das ist jetzt halt nicht so krass wie das, was du hättest haben können, ne? Ja, aber ich habe halt nicht so viel Geld. Du hättest mir auch ein bisschen entgegenkommen können. Also das finde ich wirklich dreist, Kevin. Ich bin gerade dabei, eine Familie zu gründen und du bist meine Trauzeuge und behandelst mich so? Ja, du kannst, wenn du willst, auch bei mir arbeiten. Ich will nicht bei dir arbeiten. Ich möchte doch einfach nur, dass meine Frau nicht glücklich werden. Ja, das ist erstmal die erste Frage. Mit wie vielen Gästen ist denn zu rechnen? Weiß ich nicht. 10, 20, hier, zwei Diamanten Trinkgeld, wir vergessen das, aber du schreibst noch ein paar Einladungskarten, Kevin, okay? Ja, ich schreibe Einladungskarten. Gern geschehen, ne? So, wann ist die Hochzeit? Sonntag. Sonntag? Wie viel Uhr? Ja, sagen wir mal so 20 Uhr, ne? Und circa 20 Uhr. Ja. Okay, wo stellst du dir denn ungefähr vor, dass das Buffet aufgebaut werden soll? Ja, hier draußen irgendwo, ne? Schön mit so, gibt's auch sowas wie eine Art Zelt irgendwie so für draußen? Ach, du meinst so ein festliches Zelt sollen wir hier aufbauen? Ja, also wenn sie können. Okay, also ich würde dann den Platz hier vorschlagen. Ich würde dann hier, würden wir so eine Art Pavillon aufbauen, dann kommt da schön so eine Buffetzeile hin, wo dann das ganze Essen drinne in Wärmebehältern ist, dass sich dann nachher die Gäste das schön rausnehmen können, dass das Essen schön warm und frisch bleibt, ja? Mhm, klingt super. Was denn? Das ist Teil der Kirche. Oh. Okay, ich sehe schon, das ist ein sehr religiöser Keller und, hier. Hier soll gegessen werden dann. Nein, hier soll nicht gegessen werden. Nein. Hier ist die Bühne. Hier ist später Auftritt. Komm, Basti, dann gehen wir erstmal. Dann müssen wir uns jetzt erstmal drum kümmern, dass wir das Zelt und so alles vorbereiten. Ne? Das bauen wir dann. Da wird auch an die veganen und vegetarischen Optionen abgeben. Ja, kein Problem. Da ist alles im Buffet, wird alles drin sein. Und gucken, dass das auch essbar ist. Nicht jetzt wieder hier mit Algen und sowas ankommen und Steinen, Kevin, ne? Das essen wir nicht. Nee, das wird schon gutes Essen sein, was wir liefern. Also auch kein Zombiefleisch, ja? Nee, das wird schon gutes Essen sein, was wir liefern. Kein Gammelfleisch, auch Pilzsuppe und so. Ja, schön lecker essen, ja? Ja, müssen wir gucken. Ich muss mal schauen, ne, ob gerade Pfifferlingssaison ist. Dann können wir vielleicht schöne leckere Pfifferlingssuppen machen, ne? Je nachdem. Ja, super. Ihr kümmert euch ja darum, dass hier sicherheitsmäßig nichts passiert mit Early World zusammen, ne? Ja. Gut. Kriege ich da auch eine Garantie, dass da nichts passiert? Kann ich dir nicht liefern, aber wir geben unser Bestes, dass nichts passiert. Macht ihr auch Deko und sowas? So Tischdeko und so macht ihr auch? Ja, also nur auf das, was wir da jetzt aufbauen, ne? Ja. Gibt es am Einlass sowas wie Scanner, dass da keiner Metall oder sowas mitnimmt, also keine Waffen? Ja, das ist eher wieder im Bereich der Sicherheit, ne? So. Das kostet extra. Jungs, ich hab nicht so viel, Mann. Also für die Leute, die das Video jetzt gucken, Leute, heute Abend ist der Enderdrachenkampf, ne? Um 20 Uhr, da müsst ihr natürlich auch im Stream vorbeischauen, ganz wichtig. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Was soll ich sagen, Mann? Ausrufezeichen Prime in den Chat, oder Leute? Also morgen um 20 Uhr, Enderdrachenkampf. Geil, Alter. Geil. Wir haben jetzt hier gute Sachen schon vorbereitet, ja? Es wird sogar Popcorn geben. Darf ich mal gucken kommen? Nee, die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden. Ich kann doch mal ganz kurz reinkommen, oder? Nee, die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden. Ja, du bist doch selber im Kühlhaus drin. Ja, weil ich unterbreche auch nicht die Kühlkette, aber das ist ja hier keine Präsentationsshow, ja? Wo du einfach hier, wie du Lust und Laune hast, einfach dir die Kühlkette unterbrichst und dir das anguckt, ne? Bisschen Qualitätssicherung zu machen. Kevin, das ist mein großer Tag, ne? Ich bin ein bisschen, weißt du? Okay, kannst du mir denn schon mal sagen, was es genau zu essen gibt? Ja, warte. Also, wir haben einmal Salat, dann haben wir Waldmeistereis, wir haben grüne Bohnen, Popcorn, Zucker. Ja gut, den Zucker hätten wir hier nicht reintun müssen. Wir haben verschiedene Sorten von Fisch, Kartoffeln haben wir, Pilze,
Warum ist hier Sand drin in unserem Kühlhaus? Das müssen wir aber direkt mal säubern hier. Kevin, das klingt, also, das sind ja alles Sachen, die gibt's in Minecraft gar nicht, im Waldmeister-Eis. Ich möchte auch keine Algen essen, ne? Also... Nee, haben wir ja nicht, wir haben grüne Bohnen. Das sind einfach Algen. Nee, das sind grüne Bohnen. Ja, nur weil du die grüne Bohnen benannt hast, kann man die noch nicht essen in Minecraft. Wie, du hast doch das Buffet jetzt bestellt. Jetzt beschwerst du dich darüber, dass wir dir grüne Bohnen geben. Ja, aber die kann man ja nicht essen. Doch, grüne Bohnen kannst du essen. Die sind sogar gesund. Die sind sehr Vitamin D reichhaltig. Ja, aber man kann keine Algen essen, Kevin. Davon kannst du besser schlafen. Hä? Vitamin D. Ich glaube, wir reden hier ein bisschen aneinander vorbei. Das ist nicht das, was ich möchte, ne? Ja, wenn du ein anderes Buffet willst, musst du mehr bezahlen. Das sind ja alles Sachen, die man nicht essen kann. Ja, das ist das Buffet, was du bestellt hast. Ja, klar kann man das essen. Nee, dann will ich, dein Geschmack ist, vielleicht schmeckt es ja deinen Gästen. Dann will ich gerne mein Geld zurückhaben. Ja, nee, jetzt sind ja die Lebensmittel schon eingelagert und alles. Ja, dann essen sie das selber. Ja, nee, kann ich ja nicht. Ich habe das ja nicht bestellt. Ja, ich will es aber stornieren. Ich würde gerne mein Geld zurückhaben. Ja, aber das geht nicht. Wir können das nicht stornieren, wenn das schon alles hier vorbereitet ist. Ja, aber ich will keinen Seetang haben und sowas. Das möchte ich nicht. Das kann man ja nicht essen. Ja, ist ja nicht dabei. Da sind grüne Bohnen sind da drinne. Aber nur weil du das im Amboss umbenannt hast, sind das ja noch keine grünen Bohnen. Ich habe da nichts umbenannt. Wie soll ich denn... Da müsste ich ja zum Gesundheitsamt gehen und müsste sagen, ja bitte nennen Sie ab sofort grüne Bohnen immer Algen. Das kann ich auch nicht machen. Dann müsste ich einfach zum Gesundheitsamt gehen. Also Kevin, wenn morgen einer meiner Gäste das nicht essen kann, dann werde ich mein Geld zurückverlangen. Ja, wenn das einer nicht essen kann, dann musst du uns das vorher sagen, wenn jemand eine Allergie hat. Nee, man kann es einfach nicht essen. Es gibt keine Möglichkeit, in Minecraft damit zu interagieren. Man kann das nicht essen. Hey, wir machen hier nicht Minecraft. Wir machen Essen für die Hochzeit. Kevin, man kann das nicht essen. Ich möchte nicht, dass es... Doch, kann man. Grüne Bohnen kann man essen. Ja, aber es gibt die nicht in Minecraft. Du hast da irgendwas anderes hingetan. Doch, wir haben hier grüne Bohnen in unserem... Schmecken sehr gut. Dann komm jetzt zu mir, Kevin, und zeig, wie du eine grüne Bohne isst. Basti, wir haben doch grüne Bohnen hier bei uns im Kühlhaus. Ja, habe ich auch schon. Gut, ich möchte stornieren. Können wir nicht, das ist ja schon alles eingelagert. Die Fettsack GmbH hat den schlechtesten Service aller Zeiten. Das ist eine Unverschämtheit, Kevin. Ja, du kannst uns gerne bei Google eine Bewertung geben. Ich werde eine Sterne-Bewertung da lassen. Ich weiß gar nicht, was der hat. Doch. Die Qualität ist sogar top. Wir sind richtig, wir haben alles auf alles geachtet. Die Kühlkette wurde perfekt eingehalten und so. Hey, würdest du mir einen Gefallen tun, die Bohnen wenigstens noch mal schnell in den Ofen packen? Die Weizensamen brauche ich nicht, Kevin, ne? Die kannst du. Warte ganz kurz. Mehmet, die Bohnen müssen bitte in den Ofen. Der Kunde wünscht das so. Okay. Da ist kein Mehmet. So, Mehmet kümmert sich jetzt drum. Du bist ja alleine. Nee, ich habe hier unten meine ganzen Mitarbeiter. Ich glaube, unsere Vorstellung von einem guten Hochzeitsbuffet gehen auseinander, Kevin. Ja, Geschmäcker sind verschieden, das ist nun mal so. Du hättest ja auch vorher fragen können, welches Buffet was beinhaltet. So, die Bohnen werden schon gebraten jetzt. Gibt's eventuell auch Honig? Bitte? Honig. Was? Nee, Honig kriegen wir nicht. Weißt du, wie teuer der ist? Da müsstest du, also wenn du Honig haben willst, dann müsstest du viel mehr zahlen. Bei dem müssen wir ja importieren. Das ist ja gar nicht einkalkuliert. Ich habe jetzt nur Produkte aus der Region genommen. Hättest du als Dessert Kaktusfrucht, wärst du damit zufrieden? Kann man nicht essen. Ja klar kann man eine Kaktusfrucht essen. Man kann Kakteen in Minecraft... Hast du noch nie eine Kaktusfrucht gegessen? Man kann Kakteen in Minecraft nicht essen, Alter. Ja, ich rede ja auch nicht von Kakteen, ich rede von einer Kaktusfrucht. Zeig mir jetzt, okay, kann ich bitte davon ein Sample haben? Ein Sample, das ist doch für die Musik, oder nicht? Ein Sample von dem Essen. Können Sie mir mal ganz kurz... Man isst ja immer vor beim Hochzeitsbuffet. Ja, das hättest du machen sollen, bevor du das Buffet bestellst. Jetzt würde ich aber gerne mal... Was ist denn das für ein Service hier? Was ist das für ein Service? Was bist du für ein Kunde? kann ich jetzt bitte einmal die Kaktusfrucht essen? Ja, die müssen wir erstmal frisch pflücken gehen. Okay, pflücken Sie eine Kaktusfrucht und ich möchte die probieren, ja? Ja, ich weiß aber noch nicht, ob wir die heute kriegen direkt. Wir beziehen das ja von unseren ganzen Bauern aus der Region. Lass mich eins klarstellen, Kevin. Ich möchte nicht, dass es Kakteen und Weizensamen bei mir auf der Hochzeit gibt. Ja, gibt es ja nicht. Ich sage das jetzt extra bewusst so, wenn das jetzt nicht das Essen wird, was ich bestellt habe, dann werde ich dich anzeigen. Ja, was hast du denn für ein Essen bestellt? Ein gutes, leckeres, essbares Hochzeitsbuffet. Und wenn du mir jetzt mit Weizensamen ankommst, dann muss ich leider Anzeige erstatten. Ja, wir haben keine Weizensamen. Ja, aber wenn da nichts Essbares dabei ist, dann muss ich Anzeige erstatten. Also, das geht gar nicht. Also wenn das weiter so geht, ne, dann liefern wir nicht, dann kriegst du aber auch nicht dein Geld wieder. Das ist doch kein Service bei Ihnen, das ist Scheiße. Hören Sie mal, also ganz ehrlich, auch wenn Sie der Kunde sind, so reden Sie nicht mit uns, ja? Sie sind eine sehr, sehr unzuverlässige Firma. Wieso? Wir sind doch schon direkt am Arbeiten. Ja, aber nicht dementsprechend, wie ich das möchte. Das ist Betrug. Die liefern das Buffet, was bestellt wurde. Ich möchte mein Geld zurück. Das ist doch keine Art, mit einem Kunden umzugehen. Hallo? Ja, bitte. Ja, warten Sie ganz kurz. Ich bin noch hier nebenbei mit Herrn Shakiri am Schreiben. Warum schreiben Sie mit dem? Ja, Sie haben doch gesagt hier, dass Sie das große Buffet
auf seine Rechnung haben möchten. Nein, ich habe ich doch schon storniert. Ich habe das Kleine genommen und das will ich auch nicht mehr haben. Hä, wir haben jetzt das Kleine und das Große angefangen vorzubereiten. Ich möchte das Große nicht haben. Ich habe gesagt, ich will es nicht. Sie haben jetzt zwei Buffets bestellt. Sie haben eben eingewilligt. Und diese wir sind erst jetzt an dem Kleinen dran und danach machen wir das Große für Sie fertig. Sie haben eben eingewilligt, dass ich das nicht bekomme. Sie haben gesagt, Sie bringen mir das Kleine. Behalten Sie das und das Große wurde auf den Namen Herrn Shaqiri bestellt. Nein, 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 nein. Ich möchte das nicht. Sie machen erst das Kleine. Also haben Sie mit dem Großen noch nicht angefangen. Also Sie möchten das ja auch nicht. Also kann ich das Große stornieren, wenn Sie mit dem Großen noch nicht angefangen haben. So, ja, das perfekt. Große können Sie ja nicht stornieren. Das ist ja auf die Rechnung von Herrn Shaqiri gegangen. Also wenn Sie stornieren wollen, dann müssen Sie mindestens nochmal die Hälfte, die das Buffet kostet, draufzahlen. Du bist ein richtiger Freund, bist du. Hä? Ich bin Geschäftsführer der Fettsack GmbH. Die Fettsack GmbH ist eine lächerliche Firma. Ich finde das nicht in Ordnung, wie du jetzt über unsere Firma herziehst. Basti und ich, wir haben sehr hart und sehr viel dafür gearbeitet, um uns den Namen, den wir mittlerweile haben, zu verdienen. Und wir haben so viele Kunden, die super zufrieden sind mit der Arbeit, die wir hier leisten. Kann ich mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen. Okay, Kevin, ich möchte keins der Buffets haben, ja? Komm mal, Trauzeug, es gibt nur kleine Snacks. Ein Snackbuffet auch noch dazu? Nein! Okay, fangen wir an vorzubereiten. Nein! Ja, tust du die Mozzarella-Sticks bitte in den Ofen? Kevin, ich möchte nichts mehr bestellen. Hör auf, wenn du mir dafür Rechnungen schreibst. Ich spreng dein gottverdammtes Kühlhaus in die Luft, Junge. Warum willst du jetzt unser Kühlhaus sprengen? Ich möchte das nicht haben. Wir brauchen das Kühlhaus. Sonst gibt's keine Snacks. Gut, dann gibt's keine Snacks. Dann mach ich das Kühlhaus kaputt. Dann haben wir's doch geklärt. Junge, ich komme jetzt darüber und guck mir an, was ihr da macht, Alter. So, ich komme jetzt. Es geht nicht. Sie können jetzt noch nicht kommen. Für bessere Dämmwände. Wo ist das Kühlhaus? Ist das das Kühlhaus? Ja. Was? Nein, das ist nicht das Kühlhaus. Nein, das steht hinten da. Ach, du hast es umgebaut. Ah, okay. Da hinten ist das. Dann vorhin hier. Da, guck, ich zeig's dir. Er hat's umgesetzt. Hey, Moment mal. Nein, 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 nein. Beim Kevin. Glas. Kevin. Ja, bitte. Hör auf. Das Kühlhaus kommt weg. Das Kühlhaus kommt weg. Nee, das ist nicht das Kühlhaus. Mein Gott, es leckt so sehr. Was machen Sie mit dem TNT hier? Der Kunde, was machen Sie da? Nein, nein. Was machen Sie da? Er wollte das Kühlhaus in die Luft jagen. Nein, ey, was machen Sie denn da? Sie haben das Essen doch bestellt! Nein! Ich will das nicht haben! Ich wollte das nie haben! Jetzt müssen wir den doppelten Preis. Jetzt müssen wir Ihnen leider den ganzen Schaden, den Sie angerichtet haben, in Kosten stellen. Kevin, ich mache hier euch alles kaputt, wenn du so weitermachst. Hör auf damit! Wir haben eben unser Kühlhaus gesprengt! So, ich mache jetzt hier alles kaputt. Hey! Ich bitte Sie jetzt umgehend, unsere Firma zu verlassen! Nein! Nein, nicht Aufzug. Den Aufzug! Oh. Oh, oh. Jetzt ist unser Aufzug defekt! Oh. Scheiße. Oh nein! Wir haben somit das Abrissunternehmen beauftragt, die Kathedrale abzureißen. Er geht noch, Kevin. Ja, aber jetzt funktioniert irgendwas anderes nicht. Ja, die Treppe geht nicht mehr zu, Kevin. Ja, das ist ja nur eine Kleinigkeit. Raus hier! Herr Officer Early Boy, ich möchte gerne eine Anzeige erstatten. Ach Mann, das hat sich jetzt alles wieder, also. Der, persönliche Schäden in unserer Firma angerichtet hat, erst ein Buffet in Auftrag gegeben hat, dann dieses nicht für gut befunden hat, damit Alter, unser Kühlhaus das hier, dieser hat, unseren Aufzug nun gesprengt hat. Ich möchte bitte, dass Herr Winzeit eine Gefängnisstrafe erhält, die er bitte morgen anzutreten hat vor seiner Hochzeit. Hochzeit! Was machen Sie hier? Raus hier! Wenn du schießt, okay, gib eine Anzeige. Raus hier! Gut, wenn du mich noch einmal anzündest, spring ich noch mehr, Basti. Geh jetzt raus! Nein. Raus. Kevin, er verlässt unsere Firma nicht. Ich komme jetzt auch hoch. Ich werde dafür sorgen, Revi, dass das eine Knasthochzeit wird, ne? Du wirst im Knast heiraten. Runter von unserem Grundstück jetzt! Komm rein, Basti, wir müssen noch das große Buffet vorbereiten. Ich habe storniert! Ja, das Buffet läuft ja nicht auf dich. Storniert! Das geht ja an Herrn Shaqiri. Wenn ich irgendetwas geliefert bekomme, dann mache ich es kaputt. Nee, das ist ja an Herrn Shaqiri, wird das ja geliefert. Geht das TNT zurück, Basti, was du von mir hast? Mhm. Okay, dann spreng ich jetzt weiter hier. Warum? Ich bin Landschaftsgärtner. Ich bin der Landschaftsgärtner. Ich mache hier den Garten für Sie. Sie haben mich beauftragt. Ich baue den Garten hier für Sie. Sie haben mich beauftragt. Ich mache den Garten für Sie. Sie haben mich beauftragt. Hallo. Ich bin Landschaftsgärtner. Ich tue den Rasen, Rollrasen verlegen. Ich bin der Landschaftsgärtner. Also wir geben Ihnen jetzt noch ganz kurz Zeit, dass Sie sich hier von unserem Grundstück friedlich entfernen können. Ansonsten müssen wir leider Gewalt anwenden. Verboten. Basti, du hast Hausverbot bei mir. Wenn du mein Haus betrittst, spreng ich dein Lager. Wenn ich dich jetzt gleich oben bei mir im Haus sehe, Basti, ist das der Todesurteil für euer Lager.
Das sage ich euch so, wie es ist. Okay, Basti. RIP an euer Lagersystem. Okay. Haben Hausverbot. Ja, ihr habt Hausverbot, nicht ich. Haben Hausverbot. Nein, ihr habt Hausverbot, nicht ich. Hausverbot. Ja, Basti hat Hausverbot bei mir. Mein kompletter PC hängt, Alter. Also Chat, keine Ahnung, was abgeht, Mann. Ich gehe jetzt offline. Ich habe auch gerade keinen Bock darauf. So, es ist alles am Laggen, Mann. Es bringt so nichts. Ich check morgen auch, was mit dem TNT in der Kirche ist. Wir reden jetzt G-Time, Leute. Geht mal noch rüber und schreibt G-Time bitte, dass er mich einfach in Ruhe lassen soll. Dankeschön. Macht's gut. Wir sehen uns morgen zum Enderdrachenkampf. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.